herzlich willkommen zur Pressekonferenz des FC Blau-Weiß Linz nach der 29. Runde der Admiral-Bundesliga. Ja, wir gewinnen hier gegen Altach 2:1. Trainer Gerhard Scheiblinger, bitte um dein Fazit. Ja, ich denke, dass wir in der ersten Halbzeit große Probleme gehabt haben. Natürlich mit dem schnellen Gegentor nicht optimal ins Spiel gestartet, haben dann viel Mann gegen Mann am Platz gehabt, 3-4-3 gegen 3-4-3, haben es einfach nicht gut genug gemacht. Dann haben wir in der Halbzeit personell umgestellt, aber taktisch umgestellt. Und ja, ich denke, dass der Plan gut war, aber wichtig ist, dass die Umsetzung erfolgt ist. Und die Mannschaft hat es einfach großartig umgesetzt und hat dann letztendlich über 90 Minuten, denke ich, auch verdient, da den Sieg eingefahren. Wer möchte denn beginnen mit den Fragen? Oliver Geisbauer, Kronenzeitung. 8 Punkte und ein Sternchen Vorsprung jetzt. Was heißt das jetzt für die letzten 4 Runden? Großer Schritt natürlich, aber wie groß? Ja, sehr großer Schritt natürlich. Brauchen wir uns nicht anlügen. Lustenau muss jetzt liefern. Wir müssen eigentlich eine Wunde schaffen. War natürlich noch nicht die 100%ige Entscheidung, aber es war ein riesengroßer Schritt und mit den beiden Leistungen, die wir jetzt gezeigt haben, in Altach und jetzt zu Hause, ist ja nicht davon auszugehen, dass wir jetzt 4-mal verlieren. Unser Ziel ist jetzt, dass wir weiter erfolgreich Fußball spielen und wir brauchen jetzt eigentlich nicht mehr so stark nach unten schauen, sondern können wieder ein bisschen befreiter auch spielen, ein bisschen weniger Druck am Platz haben und ich denke, dass wir einfach ein sehr gutes Gefühl haben können für die letzten 4 Runden. Hat das Ergebnis von Lustenau heute aufs Spiel irgendwelche Einflüsse gehabt und welchen Marschplan hast du bei 1-1 ausgegeben? Wollte man vorher auf Sieg spielen oder trotzdem irgendwie den Punkt trotzdem halten? Na, ich glaube, wir haben schon gesehen, dass wir unbedingt das Sieg gespielt haben. Ich denke, dass die Mannschaft in der zweiten Halbzeit unbedingt das zweite Tor schießen wollte. Und das ist auch gelungen. Natürlich war es vor dem Spiel ein bisschen Erleichterung, dass der WRC dann das 2-1 geschossen hat. Aber so richtig geil sind wir nicht ins Spiel gestartet mit der Nachricht. Also nach 1 Minute und 20 sind wir, glaube ich, 1-0 hinten gewesen. Das heißt, das war jetzt nicht unbedingt positiv für den Spielverlauf. Aber wie gesagt, es war trotzdem so, dass wir gewusst haben, dass wir weiter 5 Punkte vorne sind und aber die Chance halt riesengroß ist, dass wir da heute eine Vorentscheidung schaffen. Und mit dem Publikum, muss ich echt sagen, das muss ich mal großes Lob aussprechen, wenn du so lange keinen Sieg feierst, auch wenn es wir intern natürlich einschätzen können, aber es ist schon großartig, wie uns die Fans da begleiten durch diese Bundesliga-Saison, wie uns die unterstützen und es war schon ein Sieg für die Fans heute. Jörg Lebelhuber, Kronenzeitung. Du hast jetzt mehrere Minuten dem Oliver Geisbauer seine Fragen beantwortet. Jetzt sehe ich das erste Mal lächeln. Du wirkst trotzdem gezeichnet. Nicht nur vom heutigen Spür, von den letzten Wochen, weil eigentlich stellt man sich eine Befreiung, vielleicht der Außenstehender, anders vor, als wir gerade das erleben. Ja, natürlich. Du bist 24 Stunden, 7 Tage mit dem Thema beschäftigt. Es gibt keinen Ausweg. Egal, wo du hinfährst, ist das Thema. Und selbst in der Familie, du kommst nicht aus. Es beschäftigt dich ständig. Und als Trainer hast du die Hauptverantwortung am Ende des Tages. Und ich will natürlich unbedingt mit der Mannschaft, mit dem Verein in der Liga bleiben, weil es der Verein verdient hat. Und natürlich, wenn du als Trainer in der Hauptverantwortung stehst, dann ist der Druck halt schon enorm. Aber ich denke, ich kann ganz gut damit umgehen, weil wir es im Team ganz gut auffangen. Ich werde schon gut unterstützt, auch im Trainerteam. Und die beiden Christophs sehen es sehr gelassen. Und dann freut es einen natürlich besonders, vor allem für die Burschen rundherum, dass dann mehr Sieg gelingt, weil es haben sie einfach alle verdient. Schon ein sehr besonderer Tag heute wieder für Blau-Weiß. Ich denke, dass es einfach, wenn wir in der Liga bleiben, einfach ein großartiger Erfolg ist. Wenn es eine englische Runde ist und man damit am Samstag wieder Spiel hat, darf es heute ein bisschen länger werden? Oder wird es bei dir ein bisschen länger heute? Also bei mir wird es ganz sicher länger. Und die Mannschaft ist auch
an mich herangetreten, dass es heute ein bisschen länger wird, dass wir morgen 2 Stunden später starten. Hat sich die Mannschaft verdient. Ich denke, dass man sowas auch feiern soll und feiern muss. Und trotzdem ist morgen Regeneration angesagt. Aber wenn man so selten gewinnt, dann soll man auch feiern. Raphael Watzinger, Österreichische Nachrichten. Wie wichtig waren auch die 3 Einwechslungen zur Pause, speziell der Kiki Dobos, der hat zu mir gesagt, ja, die Zeit bei Blau-Weiß bisher, die waren eigentlich, war eigentlich sehr schwer für ihn. Wie sehr gefreut er für ihn, dass er der Mannschaft doch so den Stempel aufgedrückt hat? Ja, ich habe mit dem Kiki vor 2 Wochen ein Gespräch gehabt und habe ihm gesagt, dass ich unglaublich stolz bin auf das, wie er sich verhält, weil ich sage mal, für einen Brandner Michi und für einen Kiki war es wahrscheinlich die ganze Saison sehr, sehr schwierig. Und beide sind einfach extrem dran geblieben, beide waren immer positiv. Und ja, und der Kiki hat es einfach jetzt redlich verdient und hilft uns jetzt in einer extrem wichtigen Phase, weil er auch immer dran geblieben ist, weil er topfit geblieben ist. Und ja, und ich denke mal, als Trainer muss man jetzt der beste Freund vom Spieler sein, muss ein professionelles Verhältnis sein. Das haben wir, glaube ich, beide sehr, sehr gut geschafft. Jetzt liefert der Kiki und für das wird er auch gezahlt. Ja, wenn es sonst keine Fragen mehr gibt, dann sage ich danke fürs Kommen und wünsche euch einen schönen Abend.